weiß nicht, was Sie am meisten ärgert, aber was mich am meisten ärgert, dafür ein paar Beispiele. Zum Ersten, es gibt ja sehr viele Filme zu sehen im Fernsehen. Wo das Fernsehen Ihnen aber erlaubt, einen Film zu sehen, kommt da immer so ein Butzemann auf den Bildschirm und der erklärt Ihnen, was das jetzt für ein Film ist, den Sie da sehen. Und wie Sie den am besten betrachten und was Sie aus dem Film am besten lernen und so weiter. Halte ich also wirklich für eine grobe Unverschämtheit. Wenn man der Meinung ist, dass man den Film nicht zeigen kann, ohne die Zuschauer darauf vorzubereiten, was da kommt, dann frage ich mich, warum das so ein Butzemann machen soll. Ich frage mich zum Beispiel, warum man nicht auf die Straße geht und sich 20 Leute sucht, sie einlädt, den Film, der gezeigt werden soll, anzusehen, den Leuten den Film vorspielt und dann ein paar von diesen Leuten bittet, den Film nachzuerzählen.